Hallo zusammen, Maya 3007 hier. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schon gelesen oder suppt es noch? Ja, der Januar ist jetzt so gut wie rum, heute ist der letzte Tag. Und darum ist dieses Video für den Januar mehr als überfällig. Ja, schauen wir doch mal, was letztes Jahr im Januar so alles bei mir eingezogen ist. Hier habe ich und ein Buch fehlt noch auf dem Stapel. Es war nämlich von Alexander Oetker, Chateau-Mord. Luc Verlas, zweiter Fall. Habe ich reingelesen, aber wieder abgebrochen. Hat mir nicht gefallen. Ich habe im ersten Band gesagt, es wird nicht lange dauern, bis ich nach Aquitaine zurückkehre, aber ich denke, ich werde jetzt doch nicht mehr zurückkehren. Denn die Handlungen der weiteren Bände irgendwie, ich weiß nicht, hört sich nicht so an, als könnten mir die gefallen, ehrlich gesagt. Der erste Band war sehr gut, aber die anderen, ich denke nicht, dass ich sie mir noch holen werde. Dann habe ich letztes Jahr im Januar, ich glaube, Rebuy oder Medimops war es, mal wieder was bestellt. Zum einen Günther Hut, Der Schoppenfetzer und der Tod des Nachtwächters, Erich Rottmanns zweiter Fall. Das habe ich schon gelesen und es hat mir auch Spaß gemacht. Hannes Nügert, Das Todeshaus am Deich, ein Hinterm-Deich-Krimi, den habe ich noch nicht gelesen, möchte ich aber irgendwann mal machen. Mal wieder mit Mommsen und Große Jäger ermitteln. Dann haben wir Miriam Traut, Kulturschock, Au-pair USA. Das habe ich gelesen, es hat mir auch gut gefallen. Miriam geht eben als Au-pair-Mädchen nach New York. Ich muss aber sehr schnell feststellen, dass das Ganze kein Zuckerschlecken ist. Ein sehr gut geschriebenes Buch, war sehr interessant und hat mir auch viel Spaß gemacht beim Lesen. Dann Katrin Heinrichs Die Druckerschwärze. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Möchte ich aber auch irgendwann nochmal machen. Katrin Heinrichs Aus dem Takt. Der 10. Fall für Vincent Jakob. Das habe ich schon gelesen. Hat mir jetzt aber nicht wirklich viel Spaß gemacht. Da fand ich die anderen Vincent-Jakob-Bände einmal einiges besser gemacht. Dann haben wir noch, last but not least, Lenz Koppelstädter, Das Leuchten über dem Gipfel, ein Fall für Kommissario Grauner. Dieses hier habe ich gelesen, das war ein Rezensionsexemplar. Die Rezension ist bereits auf meinem Kanal zu finden. Ja, ihr seht, einiges davon weggelesen, bisschen was zuppt noch rum. Aber ich bin zufrieden. Denn die paar Bücher, die noch auf dem Supp davon liegen, werden auch bald mal weggelesen dann. Jetzt bleibt dran, denn ich werde heute noch einiges an Videos für euch vorproduzieren. Also wir sehen uns bald wieder. Maya 3007.